Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope, wo wir uns so langsam aber sicher dem Ende nähern. Ja Leute, wir sind bei 91% des Spiels, also so viel habe ich bisher abgeschlossen an der Stelle. Ja. Sind auf den Ansturm auf Misere, haben fast alle Planetenmünzen bisher gefunden. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, die letzten sind wahrscheinlich irgendwie die in diesen Kreiseln verborgenen. Irgendwas wird mit den Dingern auf jeden Fall noch sein, dass wir da eine Fähigkeit bekommen. Und nach Misere haben wir natürlich auch noch das DSC vor uns. Ich habe mich da übrigens schon erkundigt, das ist nicht besonders lang. Also so maximal 2 Stunden habe ich gelesen. Da werde ich versuchen, das ganze DSC in eine Folge eventuell zu packen. Maximal 2. Und ja, die wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber wir wollen uns heute auf jeden Fall damit befassen, dass wir Rosalina retten gehen. Hier sieht man es auch nochmal. Bei Terraflora fehlt mir noch eine Münze, bei Karkmetall fehlt mir eine Münze und bei Prima Paletti sogar 2. Aber jetzt geht's auf zu Miseras Festung. Miseras Festung. Sie mag furchteinflößend wirken, aber denkt an Muttis Worte. Einheit. Wir müssen einander vertrauen. Darauf vertrauen, dass unsere Bande stärker sind als all die Furcht und all der Hass, den Misera je in der Galaxie verbreiten kann. Gut gesprochen. Wow. Langsam hast du in Sachen Emotionen echt den Dreh raus. Leute! Leute, können wir jetzt bitte endlich Mutti Schildknacker zum Einsatz bringen? Scheint ins Schild zu knacken. Los, Ente! Miseras Festung ist einfach die Sternwarte. Das ist Rosalinas Sternwarte. Was ist da los, Genie? Die Koordinaten der Sternwarte stimmen mit denen des Epizentrums der Finsterzeitenergie überein, die sich in der Galaxie ausbreitet. Da, seht ihr das Kraftfeld der Sternwarte? Dort ist der Eingang zum Kern der Finsterzeitdimension. Okay. Hat es Misera also nicht gereicht, Rosalina unter ihre Kontrolle zu bringen? Sie musste auch noch ihr Zuhause zerstören, das Symbol der Hoffnung für die gesamte Galaxie? Was für ein fieses Ding. Oh, warten wir noch. Wir sind hier. Rosalina, wir sind hier. Durch die Dichte der Finsterzeitenergie rund um die Sternwarte wurde so viel Luftdruck aufgebaut, dass unsere Schubdüsen neutralisiert wurden. Okay. Haltet euch fest. Ich muss auf dem Schutt in der Nähe der Barriere der Finsterzeitnot landen. Passt auf. Okay. Das sah jetzt aber nicht wie eine Notlandung aus. Na gut. Unser Schiff kann zwar nicht näher an die Sternwarte heran, aber wir schon. Wir haben hier die Kanonen. Und sogar eine goldene Kanone. Seht ihr die Kanonen? Wir müssen zu der größeren gelangen. Und von da aus erreichen wir Rosalina. Ihr kommt nicht retten, Rosalina. Zwei Finsterzeitpfützen sind uns im Weg. So nur zwei? Nahe, wie Misera gekommen sind, dürften sie extrem gefährlich sein. Ach ja. Tja, wir haben gerade Miseras angebliche Unverwundbarkeit zerschmettert. Wie ein unbezahlbares Erbstück bei einem Umzug. Wir sind also auch ziemlich gefährlich. Ja, hast nicht unrecht. So. Gucken wir uns die Karte mal kurz an. Die ist ja nicht besonders groß. Die Finsterzeitdimension wird wahrscheinlich auch nochmal eine weitere Karte sein. Und ich glaube nicht, dass Borsteller hier irgendwo gammelt. Dass wir hier nochmal in der Hinsicht was machen müssen. Haben wir hier eine Karte dafür, dass es hier viele Münzen gibt? Ha, expandiere nicht so schnell.
Haben meine Investoren gesagt, eröffne niemals einen Standort auf schwebenden Schutt? Haben sie gesagt, dem Mutigen gehört die Welt? Habe ich gesagt, ich würde natürlich niemals einen Kunden abzocken. Aber wenn ihr in Kanonenschussweite von Miseras Festung niedrige Preise für hochwertige Produkte findet, schlag zu. Apropos, bei jeglichem Kontakt zu Misera erlischt die Gewährleistung auf dieser Artikel. Viel Spaß beim Stöbern. Ah, guck mal, wir müssen hier nicht mal irgendwelche Münzen sammeln. Ah, das ist nett. König der Finsterzeit. Bowser? Ich bin dazu verpflichtet, Bowser dabei zu haben, oder? Ja. Aber als ein Extra-Charakter. Was ist hier los? Gute Frage. Misera stammt von Megabug ab, dem ihr in euren vorherigen Abenteuern schon begegnet seid. Sie hat seine Erinnerung geerbt und daraus dieses Abbild von Bowser. Ach stimmt, das war der Endboss vom ersten. War Bowser der Megabug. Das stimmt. Der Megabug hat Bowser unter seine Kontrolle gebracht und ihn wie eine willenlose Marionette gesteuert. Aber das war völlig umsonst. Wir haben ihn locker erledigt. Vor den Augen von Bowser Junior. Erinnerst du dich, Bowser? Ich glaube, das will er nicht hören. Wir werden Bowser nicht von diesem Angriff abhalten können. Wir brauchen drei Leute zur Verstärkung. Aber schön, dass ich vier Leute dabei habe. Dann weiß ich sogar, wen ich dem Sniper-Typ gebe. So, mein Team ist vorbereitet. Sparks wurden verteilt. Let's go. Ich find's richtig nice, ne? Dass wir einfach hier einen Kameraden mehr nutzen dürfen. Los, Sniper. Greif sogar den richtigen an. So, warte mal, ich beschwöre die extra hier hinten, dass sie nicht instant bei denen da ankommen. So, aufheben. Und wuff. Die kriege ich Kamek jetzt ab. Zumindest die hinteren. So, und tschüss Kamek. So, mit dem Rest würde ich sagen, gehe ich oben rum. Luigi schicke ich links lang. Oder reicht auch gerade so, um rüber zu kommen. So, mehr konnte ich nicht tun, als nach vorne zu kommen. Ja, die Sicht war einfach mal komplett verschwendet. Wegen den ganzen Goombas. Ja, das war irgendwie logisch, dass der auch eine Bazooka hat. Hat halt dieselben Fähigkeiten wie ich, ne? Mit diesen Koopas muss ich aufpassen. Die explodieren, wenn ich in die Reichweite gerate. Oh, danke. Der Sniper hat genau das Richtige gemacht. So, die Gumbas wäre ich auch los. Ich würde sagen, ich teile so auf. Zwei gehen nach rechts, zwei gehen nach links. Feuer frei! So, Angriff auf die Kameks! Macht die direkt lethargisch, dann können sie sich nicht mehr wehren. Zumindest für diese Runde. Und das trifft beide. Gerade nur, dass die gegen elementare Effekte unempfindlich sind. Bei Luigi irgendwie immer Glück, was die Spark-Energie angeht. Der kriegt die richtig häufig. Autschen. Der hat jetzt gerade nur die Kameks bei sich. Und er hat seinen eigenen Kamek gerade geschädigt, aber dadurch hat er ihn auch wieder zum Angriff verholfen. Irgendwo schlau vom Bot. Zack. Weiß erst nicht, dass kaum juckt.
Kamek können wir nächste Runde vernichten. Bringt mir nichts, hinter der Deckung zu stehen, wenn Bowser da steht. Er kann die Deckung eh vernichten. Loser. So, Kabumsal. Zack. Noch ein Kamek, den wir los sind. Jetzt ist nur noch Bowser da. Na gut, und der eine Kamek hier. Das Gute ist, der Sniper, der kümmert sich die ganze Zeit um die Obercoopers. Autschen. So, tschüss. Das wäre es dann auch mit dem einen hier. Kabumsal. So, Deckungen bringen ja eh nichts. Die beschäftigen sich mit der CPU, die ich da hinten gespawnt habe. So viele Goombas. Bitte sag, dass der auch grätscht. Nope. Aber beschäftigt sind sie ja trotzdem. Attacke! Attacke meine Minions! So, Zeit für die arktische Apokalypse! Kann noch mal was treffen? So, zack! Elektrischer Sturm. Drei haben ihn getroffen. Könnte jetzt tatsächlich schon vorbei sein, der Kampf. Vier Leute war halt einfach OP. So, weiter geht's, ne? Unser Transportmittel zur zweiten Finsterzeitpfütze. Was erwarte ich da für einen Boss? Wenn wir die auch eliminieren können, ist der Weg zur großen Kanone und damit zur Sternwarte frei. Misere, die Zerstörerin. Guck mal, ohne große Umschweife direkt in die zweite Pfütze. Tiefes, finsteres Geheimnis. Rebella? Okay. Finsters Zeit Rebella. Genie, was ist hier los? Gute Frage, nächste Frage. Unbekannt. Damit Misera so einen Klon erzeugen kann, müsste sie einen DNA-Bauplan von Megabug geerbt haben oder selbst einen erstellt haben. Hört mal. Misera hat keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Aber ich werde es ihr so richtig zeigen. Nichts wird Rebella von diesem Angriff abhalten können. Wir brauchen drei Leute, um ihr Rückendeckung zu geben. Und uns vielleicht auch.
Ich überlege gerade, wenn ich gerade dann noch dazu hole. So. Teamheim mache ich mal nicht. Ich habe ihm mal wieder den Scharfschützen gegeben. Weil er hat sich gerade eben schon als nützlicher erwiesen. So. Dann rufe ich mal meinen Sniper. Der hoffentlich die ganze Zeit auf Finsterzeit Rebella schießt. Er macht es zumindest am Anfang. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Zack. Und wir sind natürlich zügellos und hauen auf alle ein. So, und dann setze ich euch mal mit Eis hier fest. Wie da einfach schon wieder fast alles vorbeigeflogen ist, ne? Unser Scharfschütze wurde vernichtet. Sind das die, die ich nicht kaputt machen kann? Verdammt. Ich nutze mal, dass die Sturmklinge hat. Ja, greif an. Ich greife dich dafür dann nämlich auch an. Du bist hier nicht der Einzige, der Sturmklingen verwenden kann. Rebella hat jetzt übrigens eine Fähigkeit, dass wenn sie jemanden grätscht, dass sie dann noch mal ein bisschen mehr Bewegungsradius bekommt. Wollte gerade sagen, mögest du fliegen. Und weg mit dir. So. Stehen, Schleuder! Jetzt klopp ich dich. Flieg endlich raus. Kann doch nicht wahr sein. Danke. Nächste Runde ist sie, glaube ich, down. Natürlich kann Finsterzeit Rebella richtig aufgrätschen. Es gibt das, wenn es fertig ist. Zwei down. Sollte aber trotzdem noch funktionieren. Okay, die muss auf jeden Fall diese Runde drauf gehen. Dafür gibt es ein gutes Mittel. Einmal noch, dann ist vernichtet. Ja. Vernichtung. Willst du das erklären, Rebella? Rebella? Es ist wahr. Misera hat mich auf diese Welt gebracht. Du warst eine Sparkjägerin, oder? Wahrscheinlich. Nein. Nicht nur eine Sparkjägerin, ich war die Anführerin. Misera hat mich anders gemacht. Mit gerade genug freiem Willen, um anzuführen und selbst zu denken. Das hat mich erkennen lassen, was Misera wirklich ist. Ein schwarzes Loch aus Gier, die zu unermesslichen Elend führt. Jägerinnen. Granita, Trauma und Zuglenta. Ich habe alles versucht, um sie zur Einsicht zu bringen. Aber stattdessen haben sie sich gegen mich gewendet. Also?
Also bin ich abgehauen und habe versucht, so viele Sparks wie möglich zu retten, bevor sie in die Finger kriegen konnten. Und das ist die ganze Wahrheit. Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, ihr hättet keinen Grund, mir zu glauben. Den habt ihr wohl immer noch nicht. Nein, wir haben keinen. Wir haben Hunderte. Jedes Mal. Du hast uns jedes Mal geholfen, einen Spark zu retten. Jedes Mal. Du hast es jedes Mal auf dem Schlachtfeld mit uns, den anderen, so richtig in den du weißt schon was getreten. Jedes Mal. Aber jedes Mal beim Anblick meines riesigen Bizeps beinahe in Ohnmacht gefallen. Wenn ich eindrucksvoll an deiner Seite gekämpft habe. Träum weiter mit Mario. Du hast uns jedes Mal gezeigt, dass dir die Sparkjährigen trotz allem noch wichtig sind. Du bist jetzt ein Teil unserer Familie. Und das heißt, dass du keine Geheimnisse mehr haben musst. Nicht vor uns. Danke. Danke euch allen. So. Schnappen wir uns Misera. Okay. Wir haben da wahrscheinlich die letzte Schlacht dann vor uns. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Das wird dann auch der finale Part zur Story. Kann sein, dass der dann länger wird. Ich tippe einfach nur drauf, dass es der finale Part wird. Also ich hoffe einfach mal, dass es dann instant der Bosskampf ist. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!